Hallo meine Freunde, ich bin der Gamepad Hero und hier geht's weiter bei The Evil Within. Ich hab Kopfhörer auf. Ich höre mich selber zwar relativ scheiße, aber naja. Und ich hab Evil Within schon lange nicht mehr angefasst und ich hab auch keine Ahnung, wie es hier jetzt weitergeht. Und wo wir hin müssen. Ich hab keinen Plan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg, geh weg. Ich muss dich töten. Alter. Alter. Wie nehme ich nochmal Leben und so? Ach, genau hier. Alter. Es ging ja schon richtig gut los. Ja. Nö, ihn haben wir den Kopf zertrümmert, den brauchen wir wohl nicht verbrennen. Was sehe ich mit der Flasche? Der Doktor ist ja abgehauen, um die Typen abzulenken. Und wir sollen da jetzt vorbei. Nun ja. Alter! Oh Gott, diese Geräusche hier überall. Was? Scheiße, ich brauche Deckung. Ey, Junge, wieso schießt du auf mich? Das ist der Typ. Oh Gott. Oh mein Gott. Arme Sau. So. Keine Ahnung, ob wir da lang müssen. Vielleicht schaue ich mich erstmal hier ein bisschen um. Ah. Yes! Das war eine sehr gute Entscheidung, mich nochmal umzusehen. Oh, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, mich nochmal umzusehen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, mich nochmal umzusehen. Ein bisschen leiser gemacht. Da drüben steht noch einer. Da oben ist der Typ. Da gehe ich jetzt nicht wieder hin, weil dann laufe ich im Kreis. Deshalb probiere ich es auf eine andere Art und Weise. Und zwar hier hoch.
Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber vielleicht gibt's einen Schatz oder so. Aha. Aha. Zeugs. Ganz viel Zeugs. Und ganz viel Galle oder was auch immer das sein soll. Okay, es war keine wirklich hilfreiche Art und Weise. Oh, ich dachte schon. Hab ich vergessen. Okay, 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 okay. Da ist der Typ. Und der da oben will uns gern essen. Och man. Sollte ich vielleicht diesen Typ freilassen? Ach, geht gar nicht. Der ist eh viel zu böse. Fuck, Mann. 3 Kugeln verschwendet. Haha. Er kriegt Besuch. Glaube ich. Mein Kopfhörer fliegt vom Kopf. So. Haben Sie ihn? Nein, die laufen nicht weiter. Okay, hier ist der Dock rein. Aber hier müssen wir wohl auch rein. Ein Hebel. Wer weiß, was dieser Hebel bringt, wir werden es jetzt erfahren. Gegner, Gegner. Ist das dein Ernst? Burn, Baby, burn. Du stirbst auch. Woo! Die Koalenarmbrust, diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projekte abfeuern kann. Geil. Explosivbolzen, ein explosiver Sprengstoff für die Koalenarmbrust, der in der Luft, ja, in die Luft liegt. Ich lese gar nicht weiter. So. Der steht nicht mehr auf. Hoffe ich. Alter.
Alles in Ordnung bei dir, Fräulein? Jetzt auf jeden Fall. Und immer schön alles mitnehmen. Oh, oh, oh. Bolzen herstellen, Schauung 1, um ausgewählten Bolzen herzustellen. Ach, mit Fallenteilen kann ich die herstellen, okay. So, spritzen wir uns hier einmal eine Dosis. Und dann, ja, geht's weiter. Was ist in diesem Koffer? Woo! Jackpot, Baby! Jackpot! Da habe ich gerade eben diese eine Schrotflinte. Mach mal die da hier hin. So. So einfach. Uhuhu. Jackpot. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können das gerne selbst probieren. Bitte! Die Zeit drängt! Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Hey, die Alte, da macht mir Angst. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Okay, und diese Information müssen wir jetzt erstmal verarbeiten und dann beende ich diesen Part hier. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Sagt tschüss, Fräulein. Tschüss. Bis dann.